Hallo Leute, hier sind wieder McQuiston 2051 und Mavia, hi. Willkommen zurück zu Serious Sam, The Second Encounter in HD. Nachdem wir beim letzten Mal mit dem Add-on angefangen haben, machen wir dort jetzt einfach weiter, und zwar direkt mit dem zweiten Level, Holy Spirits. Wie Mavia schon festgestellt hat, das Bild sah irgendwie aus wie das vom ersten Level, aber ich glaube, hier hat sich doch ein bisschen was geändert, schließlich haben wir schon Waffen. Also kannst beruhigt sein, wir machen nicht alles noch. Au, wer schießt denn da? Und genau in dem Moment meldet sich Discord sauber. Ja, wenigstens ist es nicht das Telefon. Achtung, Aas! Ja, ich sehe sie. Kann der A nicht neben dem Dauerfeuer-Skorpion vorbeilaufen? Ich hab die Skorpion gleich. Wo ist er denn hin? Der ist jetzt rechts hinter der Säule. Neuer Aas. Ich glaube, er lebt noch. Ja. Ja, jetzt auf mich. Ich glaube, er war rot, also, aber. Auf den Sägekopf neben mich gestellt. Ja, jetzt kommt er wieder. Nein, nein, nein. Das war knapp. Ach ja, und bevor es soweit ist, denken dran, bitte wie immer mitzählen, wer überhaupt stirbt. Ach nee. Hilft doch keinem. Das erhöht die Aufmerksamkeit. Das ermüdet die Aufmerksamkeit, so oft wie wir sterben. So oft wie du stirbst. Du auch. Ich bin heute noch gar nicht gestorben. Ja, auch nicht. Ah! Raketen. Ein schönes A-Echo. Tut wieder lauter drin. Jep, das sehe ich schon. Jetzt habe ich meine Lautsprecher leiser gedreht, jetzt waren sie doch zu leise. Ja, schieße die Palme kaputt, du dummes Schnuppelschwein, dann triffst du mich wenigstens nicht. Hier geht auf. Und noch sind wir nicht so weit. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, super, bin ich hinten in der Säule hängen geblieben. Ah, ins Gesicht mit der Sprotflinte, auch wenn man kein Gesicht hat. Das war sogar richtig knapp, jetzt wäre ich fast noch als erstes gestorben. Das ist doch deine Aufgabe hier. Nee. Das überlasse ich schön. So, noch ein bisschen Stuff und Krams einsammeln. Oder ist es eher Krams und Stuff? Ich habe keine Ahnung. Ach, jetzt habe ich noch was vergessen, was ich einstellen wollte aus Juxendollerei. Na, letztes Mal. Neuer Skin. Schauen wir mal. Ich hätte, glaube ich, alles gesammelt und hätte gerne irgendwie so ein... Oh, das warst du! Da schießt was nach mir, danke! Schlimm ist, wenn er mich trifft, bin ich tot. Wow! Auch gleich tot, das geht gar nicht. Passt alles. Oh, das ist nämlich die Kettensäge, die offizielle. Autsch. Ich bin drüber gesprungen. Aber ne, wie war das? Man ist nie zu klein, weil dann hat man. Denn man hat Füße bis zum. Und die hatte ich auch gerade. Stirbst du bald mal, Junge, Junge. Ach, kein Wunder, ich kämpfe hier alleine gegen alles. Noch. Was? Was zur Hölle? Die Teddybärchen sind los! Ja, und zwar auf Speed. Teddybärchen war schon immer auf Speed. Ich will nicht als erster sterben. Wenn sie mich nicht die ganze Zeit boxen würden und immer mehr... Oh, danke. Hier ist Skelett, okay, jetzt ist vorbei. Nein, ja. Ein Punch von einem Teddybär. Ja, aber du bist trotzdem als zweites gestorben, schade. Ah, das Schnuffelschwein hat mich getötet, wollte ich gerade sagen. Kein so Teddybärchen gewischt. Ja, du warst ein paar eine Sekunde vor mir tot. Habe ich ein Glück gehabt. Sehr schön. Jetzt hat es gerade ganz kurz gehangen, warum auch immer. Wow. Oh. Wenn man auf einmal viel konzentrierter ist, wenn man nicht sterben möchte. Nicht zu sterben. Ja. Problem ist, das Schnuffelschwein ist hinter mir her und kommt wahrscheinlich hier gleich um die Ecke. Und
Aber es ist ein realistischeres Feeling, nicht sterben zu wollen. Nein! Wieso geht manchmal einfach das Menü auf? Das glaube ich jetzt zum dritten Mal in der Spielserie passiert, dass es einfach mal aufgeht. Ich glaube, auf der mittleren Maustaste ist das Menü standardmäßig. Ah, okay. Dann schaffe ich es vielleicht, die mittlere Maustaste irgendwie zu streifen. Beim Schießen. Ganz selten häufig. Wie du selber eben gesagt hast. Wurstfinger! Tja. Irgendwas ist immer. Oh, Teddybärchen. Oh. Okay, er hat sich gerade so lustig gemacht, ob sie einen überraschen können. Schlimm ist, man hört als noch ein Vieh, das irgendwo grummelt. Könnte ich mal aufhören, daneben zu schießen, wenn die 2 Meter vor mir stehen? Ja, deinem Emin kann ich echt nichts ändern. Wie wär's mit dem Aimbot? Oh ja. Wenn du nicht mehr triffst, würde ich sagen, hast du inzwischen einen Wurstfinger. War hier nicht mal so ein komisches Skorpionvieh? Hab ich schon längst abgeschossen. Ach so, ja dann. Oh nein. Ich hab den Gral gesammelt oder einen Schlüssel. You found the stone. Kettensägenfuzzi mit der Kettensäge zersägen. Nee, war kein Kettensägenfuzzi. Ja, aber die 2 Roten hatten Kettensägen in der Hand. Okay, damit schießen sie aber nicht. Die werfen irgendwie Bowlingkugelmäßig irgendwie 5 oder 7 Feuerdinger nach einem. Oh, wow. War ja klar, war ja klar. Ich habe eine Rüstung übersehen. Und auch hier ist wieder ein Vieh. Das ärgert mich sehr, dass man nicht drüber springen kann. Das denn so schnell nach links, nach rechts gehopst? Was? Der Skorpion. Er ist eben gespawnt, da hinten. Nein, nein, der ist nach rechts gehopst. Der hat drauf geschossen und er ist auf einmal ganz schnell nach rechts gegangen. Da kommt wieder ein Bärchen. Und wo kommst du zur Hölle her? 2 halbe Bärchen. Hm. Schmatzi feini, mit innerein. War das Spiel eigentlich mal indiziert damals? Für zu brutal? Ich glaube nicht, ne. Im Vergleich zu so einigen anderen Sachen. Ja, im Gegensatz zu Doom. Ja, wo es immerhin rote Pixel gab. Ich höre schon wieder ein Schnuffelschwein. Schnuff, schnuff, schnuff. Mir geht schon wieder die. Was ich denn? Das Leben aus. Oh, das ist wahrscheinlich noch das Schnuffelschwein, das ich vorhin habe leben lassen. Du hast es leben lassen. Ja, hab ich. Genug will ich noch nicht. Genau, schieß den Mavi ab. Oh, eine Kettensäge. Ja, die hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Ja, rat mal, wo ich meine eben gefunden habe. Ja, ich dachte, die wird zu den Standardwaffen gehören, aber nein. Nein, nein, Standardwaffe ist ein Messer. Ja. Das Messer wird durch die Kettensäge upgraded. Also, dadurch ersetzt. Ist das Upgrade. Nee, da haben wir immer noch beide. Ja, natürlich hast du beide, aber die Kettensäge ist natürlich besser. Ja, natürlich ist sie besser. Das ist wie die 2 Pistolen. Du kannst beide nutzen, aber immer noch eine, wenn du möchtest. Das ist was anderes. Die zweite ist in der Beziehung das gleiche Upgrade wie die Kettensäge zum Messer. Es ist Quatsch, das niedrigere zu benutzen, aber es geht. Das wär's doch. Hm? Spiel das ganze Spiel durch auf maximal schwer mit einem Revolver. Obwohl, wahrscheinlich gibt's irgendwelche verrückten Leute, die das gemacht haben. Mit Sicherheit. Guck mal auf YouTube.
Ja, wir wollen, das geht bestimmt, aber wir wollen ja auch noch unseren Spaß hier haben. Schlecht. Ich säge Bärchen, du. Verdammt. Du kümmerst dich um die Ars. Ich bin schon wieder eine Sekunde vor dir. Gestorben. Guck mal, macht das Schnuffelschwein um. Es ist neben dir her. Boah. Haut der mich. Ja, ja. Oh, der zermatscht ganz schön, wenn man ihn sägt. Aber ja, der schlägt ordentlich zu. Das habe ich schon zweimal festgestellt, mindestens. Irgendwie spawnen hier. Oh, die Teddybärchen. Ah, interessant. Die spawnen außen und springen dann rein. Ja. Ich höre auch ein Clear-Skelett irgendwo. Ah. Das fliegt ganz lustig durch die Gegend, das Tier. Zwei Kettensägen auf einen Clear rum. Ja. Ist ein Overkill, finde ich nett. Nein. Vor allem ist die Kettensäge überhaupt nicht groß. Die ist, also wenn man dich 1,80 Meter macht, ist die Kettensäge 2 Meter mindestens. Finde ich eher 2,20. Wie ist der Bolt mit irgendwo? Oh fuck! Autsch, auch der schlägt um sich. Bärchen von außen. Hallo, Säge. Nicht Messersäge. Habe ich kein Benzin mehr für die Kettensäge oder was? Holla, holla, holla. Ordentliches Vieh. Da hätten wir schon so einen Raketenwerfer brauchen können. Bärchen geradeaus, Geschrei nach und Schütze von links. Wenn man mal an dem Vieh dran ist, kann man es problemlos sägen. Aber bis man da erstmal hinkommt. Ist, glaube ich, bei so ziemlich allem so. Da hinten ist noch ein Bärchen oder ein Schnuffelschwein. Die gelben lassen sich, wie du selber gesagt hast, ablenken oder blocken. Oder Achtung, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, ich krieg's mit, aber ich treff's nicht. Clear Skeletons. Nervig. Und wieder doppelt gesägt. Doppelt gesägt, halbiert öfter oder so ähnlich. Mhm. Oh, endlich Leben. Irgendwie gibt es jetzt kleine Teddybärchen, die sind irgendwie stärker, aggressiver und schwerer zu treffen. Oh, du hast recht, der Rote hat tatsächlich eine Kettensäge in der Hand. Wirft aber nur seine komischen Fünffach-Feuerkugeln oder so. Oh, 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 von oben. Von oben, von oben. Das steht neben dir, das Vieh, ne? Ja, ja. Aber die kommen alle über die Wände. Waffe! Ich habe von der Kettensäge zum Messer gewechselt, das war nicht sehr hilfreich, um die Ars zu überleben. Oh, fuck. Schön, das gab jetzt viele Tode für uns. Schön an den Ars, wenn es alle auf einem Haufen wollte, du wirst gerade sehr blechern. Jetzt versteht man gar nichts mehr. Nehmen wir, die Verbindung wird immer schlechter. Na, dann hoffen wir mal, dass er seine Verbindung nochmal hinkriegt. Er knistert oder rauscht. Na gut, ich mache hier dann einen kleinen Cut für euch und wenn Mabel wieder da ist, sehen wir uns wieder. Er hört mich wahrscheinlich immer noch. Ja, das sieht aus wie ein Ja-Winken mit der Säge, aber wir hören dich nicht. Also ich höre dich nicht.
Daher. Jetzt, so du im Rauschen hinten dran bist, du aber ein bisschen zu hören. Oh. Warum hört mich keiner? Jetzt bist du super blechern, aber zu hören. Was für Hölle? Zieh mal dein Kabel ganz raus in Knuddels und mach's nochmal dran oder so. Guter, ja, Sender. Ja, ja. Kalülala. Oh, richtig gut. Scheint ein Software-Problem gewesen zu sein von dem Dings, von der Audiosteuerung, warum auch immer. Sehr seltsam. Okay, jetzt bist du auf jeden Fall wieder gut zu hören. Wir können weitermachen. Jetzt hat sich offenbar der Serious Sam abgeschossen. Noch nie, oder? Muss ich mich neu einloggen. Düdüm. Boing, weg ist er. Verbinde mich wieder. Lade. Ah, da bist du. So, für alle Zuschauer, für die ich das jetzt rausschneiden werde oder rausgeschnitten haben werde, für euch wohl eher. Nachdem Mavias Ton wieder ging, ging sein Spiel nicht, aber jetzt geht hoffentlich wieder alles. Ja, irgendwie hat er das Raustappen nicht vertragen. Gut. Egal. Die Leute merken davon ja eh nicht viel. Auf Maß. Ich darf nur nie vergessen, mir das aufzuschreiben, sonst habe ich es irgendwann vergessen rauszuschneiden. Aber ich habe es schon vor mir auf dem Zettel liegen, ich hatte ja genug Zeit. In der Tat. Okay, eine Pyramide mit Schloss unten dran. Hier der große Tempeleingang. Der Teddykopf. Fliegende Teddykopf. Der ist wild. Schnuffelschwein. Oh, wie viele von diesen Sägeköpfen sind denn hier unterwegs? Gibt's doch nicht! So, jetzt aber, hoffe ich mal. Peng, peng, peng! Power HP! Ja, da vorhin war da so ein 100er Päckchen. Fünf Rüstungen im Wald. So, ein 100er Päckchen. Und runter. Gibt doch endlich. Moin. Willst du echt runter? Bleib lieber hier. Hä? Nanu? Gewehr! Gefahr!
Nein? Okay, das war merkwürdig wenig angegriffen. Oh, oben warten sie natürlich auf uns. Natürlich. Viele halbe Bärchen. Oder das Bärchen und seine ganzen Halbgeschwister. Aber die. Ach, es geht doch nicht über schlechte Scherze und Witze. Ja, genau, das Clear Skelett liegt erstmal über die halbe Karte, wenn es noch eins bringt. Boah, dreht die auf einmal. Ich hab's gesehen. Beide einfach mal in deine Richtung. Autsch. Ich bin schon wieder vor dir gestorben, Schweinerei. Och, es ist am Baum abgeprallt. Also die Physik ist manchmal noch sehr lustig. Was? Dämon, Dämon, Dämon. Ach, dem wirst du Hallo sagen. Oh, ein paar nette A's kommen auch wieder. Ach, wie nett. Kommen echt von allen Seiten die A's. Das einzig Gute ist, die rennen momentan alle zu dir. Jetzt nicht mehr. Oh, 1 zu 0 für Mavia. Wow, wow, wow. Dicke grüne Bällchen im Anflug. Aber sehr praktisch, wenn die A's an mir vorbeirennen. So. Dämon erwischt. Neuer A hinter dir her. Oh, und auf einmal ist die Musik wieder ruhig. Für die nächsten 5 Sekunden, bis wieder irgendwo ein Gegner kommt. Oh, von da oben steht noch ein A. Und ich bin eindeutig an der falschen Tür. Geht's da nicht weiter? Ja. Mal hier den Hauptgang nehmen. Waren wir denn schon links und rechts? Von rechts kommen wir. In der Mitte geht's wahrscheinlich weiter. Ja, wollte ich. Auf jeden Fall ist es noch nicht aus. Hinten dran hört man irgendwas grunzen. Oh, fliegender Kopf! Ein Akro-Bärkopf! Danke, dass du mich rausschiebst! Naja! Wenn du mal in die Puschen kommst hier. Schaut mal hier vorsichtig mal um die Ecke und dann. So. So, wie gesagt, also beim letzten. Der erste Level war ja eigentlich ganz kurz. Von dem Let's Play. Skeletten. Deswegen gab es den als Einzelfolge. Und hier handhabt das ähnlich. Wenn die Levelfolgen lang werden, gibt es 2 Teile. Im schlimmsten Fall 3. Und ansonsten halt einfach mal einen. Das ist individuell abhängig von der Zeit, die wir brauchen. Oder die wir nachher übrig haben. Wenn wir bestimmt 3 Minuten verloren, dadurch, dass du weg warst, aber das ist ja egal, das müssen sich die Leute ja nicht anschauen. Korrekt. Ah, das ist so nervig, wenn die Clears echt eine Schrotladung aushalten. Ja, normalerweise müsste er bei der doppelten platzen. Also spätestens, wenn er einen Ticken näher ist. Er hat gerade 2 ausgehalten. Ja, der erste hat auch 3 eingesteckt. Und wir haben ein Schnuffelschwein. Immer interessant, wie er eine Rakete komplett in die Pampa schießt. Die andere war exakt in deine Richtung. Ja, immer genau dahin, wo du tatsächlich gleich sein wirst. Egal, was du machst. Er hat Aimbot. Bestimmt.
habe mir letztes Mal einen Vortrag, also kleinen Zusatzvortrag angehört, wie schwer das eigentlich ist, so eine KI für irgendeinen Monster oder Gegner zu programmieren. Kann ich mir vorstellen. Würde es nicht machen wollen. Weil die müssen alle eine gewisse Verzögerung haben, damit sie nicht direkt auf dich losgehen, aber auch gleichzeitig nicht zu blöd sein. Ja. In schlechten Spielen gab es früher das Phänomen, du hast irgendein Agentenspiel gehabt, bist in den Raum reingegangen und die Gegner, die da beide den Rücken zugewandt haben, haben sich einfach umgedreht und auf dich geschossen. Ja, Headshot, Bart. Mhm. Ich nehme an, dass das Ganze halt so gemacht wird, dass du dann bestimmte Stellschrauben hast für die Gegner. Und denn denen wird dann so lange rumprobiert, bis sich das Ganze auch gar nicht anfühlt. Möglich. Aber wie du sagtest, das möchte man Autsch wahrscheinlich nicht selber machen müssen. Nee. Da wackelt die Sphinx mit dem Kopf. Und sieht eher aus, als ob der Kopf halbiert wurde oder gesplittet. Ja. Bei mir sind zwar beide Teile noch da, aber man kann durchschauen. Ja, vorhin war er noch ganz. Da hat er gewackelt und da war er in zwei. Guck, guck, da unten steht der A. Du könntest ihn... Uah, danke, abschießen. Schön, dass du mir die Statue unterm Hintern wegbummst, damit ich in den A falle. Das war ich nicht. Ich habe keine Spreng. Okay. Das war der A, der explodiert ist. Okay. Aber ich bin halt vorher schon von der Statue runtergefallen. So, jetzt gibt es offiziell die Schrotflinte. Toll, das war's. Was ein Begrüßungskomitee. Gibt's da hinten sonst nichts? Nö, nur die doppelläufige Schrotflinte und ein Monster. Also, das Monster gibt's natürlich jetzt nicht mehr. Ah, noch ein bisschen Money, ein bisschen Health. Warum nicht? Warum musst du immer auf der Mauer stehen? Sie riecht schon so nach Falle. Gut aufgeräumt hast du hier, Anni. Okay, ich habe gerade so eine Mini-Animation gesehen. So ein Ankh. Umgeben von Perlen. Ich an der Tür war. Ich habe nur gerade leider mitten im Gegner gestanden. Ich weiß gar nicht, ob die dann dafür pausiert werden. Hey, danke! Kannst du das mal lassen? Und nein, die Gegner werden dafür nicht pausiert. Jetzt hat der komische Teddybär-Kopf an mir geknabbert. Ha, witzig. Ich bin schon weggelaufen. Weil ich genau wusste, dass du dich nicht lassen kannst. Hättest du auch gemacht. Vielleicht zweimal, aber nicht dreimal. Interessant, dass die Gegner sich gegenseitig abschießen. Ah, ein fliegender Teddybärkopf. Oh, der beißt mich gleich tot. Extra Gegner, extra Gegner. Jetzt habe ich den dummen Teddybärkopf erwischt. Oh, das erste Secret, das ich sehe hier in dem Level. Oh, danke. Auch ein total unrealistisches. Er guckt geradeaus, er dreht sich einfach um und schießt auf mich. Man hat's gesehen. Oh, die Rüstung da vorne. Ja, die hätte ich jetzt gerne. Das würde ich länger leben.